this game. I quit. Wo hab ich die jetzt? Scheiße. Ihr schreit jetzt wahrscheinlich. Oh nein, das ist so eine Waffe, die man nur einmal im Leben bekommt. Ja, jetzt hab ich sie weggeschmissen. Keine Ahnung. Das ist ein herausragendes Gewehr zur Neutralisierung von Wehrmaterial und kann auch leichten Fahrzeugen. Wow, ist diese Waffe enorm. Wow. Hopp, ich will mal kurz jemanden wegsnipen, bitte. Was? Was passiert gerade auf V? Ich stehe hier an der Flagge und bin einfach nur echt ein cooler Hund. Oh yeah. Scheiß Heli, bleib doch mal stehen. Sag mal, wo zieht denn das Ding hin? Bin ich behindert? Ah, die Nate, oder? Hä? Aber die war nicht von mir, oder was? Hey, ich schieße auf ihn drauf und er... Nee. Ja, ich möchte mit dem Heli kämpfen. Oh, ich will im Heli kämpfen, nicht im Heli verrecken. Buh! Naja, wie sieht's aus? Ach ja, nicht mehr Vorletzter, ist ja schon mal gut. Und da war das Boot, ich muss hier weg. Ich bin hier eingekesselt wie so ein Arschloch. So, ich kann die Flagge von aus 40 Meter Entfernung aufheben. Ich hatte gerade kurz, da steht jemand, aber das war der Anzug. Da ist noch ein Anzug. Das war ein schießender Anzug. Scheiße. Ihr merkt, ich bin noch überhaupt nicht eingespielt hier. Normalerweise habe ich eine KD von 30. Er hat aber Glück gehabt jetzt. Er kommt sogar da lang. Haha. Aber ja, klar. Was hätte ich nicht hingeschmissen, Mensch? Charlie wurde gerade neutralisiert. Mir scheißegal. Ah, der Defibrillator. Oh, geil, wie schön der aussieht. Da kommt ein Heli angeflogen. Kommen zwei Helis angeflogen, was ist das? It's just a flying piece of shit, you know? Ting chong, ting chong, ting chong, ping pong. Hühnchen süß sauer. Wow, Klischee. Klischee ist das. Dafür bin ich eine deutsche Kartoffel. Guten Tag. Deb, 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 deb. So, was ist denn hier noch nicht eingenommen? B, ja klar. Und da gehe ich jetzt wieder hin und könnte mir mal die Puppe schmanzen. Oh. Die haben gelernt, schneller die Leitern hochzugehen, oder? Hier, Kollegen, wir um die Ecke springen. Uppa! Wow. Ich kann echt gut um die Ecke springen, ne? Ja! Ah, ich wollte gerade schon sagen, wir haben gewonnen! Boah, ich komme echt gerade wieder so ein bisschen ins Battlefield-Feeling, wirklich, es macht Fun. Ach, übrigens, ich hab's euch ja noch gar nicht erzählt, Mensch. Ich bin jetzt bei Gameplay, in der Medienproduktion und vielleicht schreibe ich auch was, redakteurmäßig, aber habe das also Medien eher. Und da wollen wir doch auch Battlefield spielen, Mensch. Erzähl doch mal. Ich guck gerade mal in WhatsApp rein, da geht's doch ab. Jetzt traue ich mich aber nicht, was zu schreiben. Ich bin so introvertiert. Ja, und da kommt dann auch einiges noch auf euch zu. Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer, Herren. Boah, kennt ihr das, wenn ihr richtig Durst habt und es ist einfach geil, weil man da was hat und das schmeckt gut? Kennt ihr das, wenn man was hat und man hat richtig Durst und schmeckt gut, man verschluckt sich? Ja, ihr habt ja zum Glück mein Abo-Special doch ganz gut angenommen. Ich hab Angst gehabt. Ich dachte mir, es ist vielleicht nicht das, was ihr braucht, was ihr wollt. Die letzten zwei wurden ja sehr gut angenommen und waren anders gemacht. Ah, Battlefield macht so Spaß, ich hab in die Hose geschissen. Scheiße. Vor allem nach dem Titanfall, letztes Mal nicht so gut gelaufen. Es ist geil, jetzt wieder so ein großes, bombastisches Spiel zu spielen mit gescheiter FPS. Zumindest mittelgescheit. Ich konnte alles so spielen, aber dann mit der Aufnahme und so war es echt hart gepimmelt. Aber auch erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Wie lange belagern wir denn hier noch, Shanghai denn noch? Hallo? Das war das mit dieser geilen Hochhaus-Map, die habe ich auch noch nie gespielt. Mensch, doch in der Demo, in der Beta. Ich habe mir damals die Beta geholt und da hat man ja auch das Map da spielen können. Und wisst ihr, was ich nach 10 Minuten Beta-Spielen gesagt habe? Fuck this game! I quit! Jawohl, unser ganzer Server wieder hier mit Shanghai. Geil, direkt raus, rein, zack, bumm. So, das seht ihr jetzt auch nicht. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte früher bei Battlefield 2 mal einen Bug, dass ich irgendwie ewig lang geladen habe an den Maps. 10, 15 Minuten und dann war das Spiel ja schon wieder vorbei. Also das war behindert. Morgen kommt meine kleine Madame, da muss ich nämlich fit sein. Und ich stehe auch schon wieder um 9 auf, wisch. YouTube-Tagesablauf for the win. Bitch. Ich warte noch 10 Sekunden. 10. 9. 8. Scheiße. Und da funktioniert es endlich, sogar auf Shanghai. Ich fick mich tot, wie geil. Ich ficke mich tot vor Freude. Hallo. Boah, bin der unsichtbare Spieler auf einmal, hey. Dieses hohe Haus, also dieses Hochhaus. Kann ich runter und ins Wasser springen und überleben oder muss ich einen Fallschirm? Ich brauche keinen Fallschirm. Ah, komm doch. Oh, fick. Da hab ich mich. Gegner eliminiert, ich bin so gut. Ja, ich scheiß mir gut. Ich bin der Kollege und sehe den Gegner durch, dann ballert er ihn durch die Wand durch, weil er brutal ist. Panzer. Wuhu! Oh shit, das sind viele Feinde. In der Panzer. Oh! Achtung! Jemand wurde soeben als HZ getaggt! Deine haarige Mutter wird als HZ getaggt. Nein, es kommt noch einer. Aber ich war schon gar nicht so übel, oder? In der Hektik. Ich war schon ganz gut, kann man nicht sagen. Die Feinde auch nicht schießen.